morgen. Es gibt Probleme. Ach, Joy, es gibt keine Probleme. Es gibt nur Lösungen. Ich muss euch warnen, der Junge ist ein wenig derb. Begrüßt unseren neuen Gastmoderator. Wer ist dieses reizende Geschöpf? Ich bin ihr Producer. Eine Frau über mir für dich, super. Boah. Halt dich einfach ans Skript. Wenn du meine Stimme hörst, tu, was ich sage. Wenn's was Schweinisches ist. Stell dir vor, ich habe gestern einen Chirurgen kennengelernt. Du weißt schon, was das heißt. Was? Der steckt Typen den Finger in den Po. Widerlich. Pass auf, Männer sind sehr visuell orientiert. Das nenne ich ein BH. Oh, find ich toll, dass du annimmst, alle Männer wären so pervers wie du. Das nehme ich nicht an. Das weiß ich. Und hat sich der Chirurg mit dir verabredet? Oh Mann. Noch nicht. Wenn du genau machst, was ich sage, kriegst du den Kerl. Bist du so von dir überzeugt? Gut, dir. Ich mach den Kerl zu deinem Sklaven. Regel Nummer 1, du musst lernen zu flirten. Ich kann flirten. Schieb dir den Hotdog rein. Lern. So. Das wird nichts. Du musst zwei Frauen sein, die Bibliothekarin und die Stripperin. Lach viel. Ein gefaktes Lachen ist wie ein gefakter Orgasmus. Ein gefakter Orgasmus ist kein Orgasmus. Nur für dich. Das war perfekt. Echt oder gefakt? Erfährst du nie. Wow, du siehst toll aus. Ich hab gerade abgespürt. Ich glaube, er mag dich. Er ist so süß. Ja, er ist traumhaft. Du bist ein Hurenbock. Warum bin ich ein Hurenbock? Hast du etwa nicht mit den Silikonzwillingen geschlafen? Nur mit der, die auch lesen konnte. Würdest du das bitte lassen? Wieso? Macht dich das an? Vielleicht. Das fühlt sich gut an. Wirklich? Verarscht. Dachte ich mir. Die nackte Wahrheit.